Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die 18er Rangliste wollen wir hier gemeinsam spielen. Und mein aktueller Schnitt liegt bei 451. Meine letzte Rangliste war sehr gut. Ihr habt sie vielleicht gesehen. 11 zu 0 Spiele, über 1000 Punkte. Und jetzt geht's gleich los mit der nächsten Rangliste. 18 Spiele, 22.30 Uhr, heute am 23.09. Ich war heute unterwegs mit meinem Sohn oder mit meinen beiden Söhnen und meinem Bruder, mit meinem jüngeren Bruder und deswegen gab es heute kein 24. Stream von mir. Passe. So, ich werde hier mal bei 24 passen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Nullewehr gespielt wird. Ich habe nur eine 7 und keine weitere Lusche. Karo. Okay, Karo. Dann spielen wir blank aus. Der muss mindestens ohne 3 sein. Ansonsten muss er Schneider spielen. 14. Da sind wir zumindest raus. 33. Passe. Passe. 18. Die Jungs hätten 1-1 gesessen, also für einen Grang. Wäre das schon mal eine ganz gute Voraussetzung gewesen. Peak. Peak. Zwei Trümpfe nur. Oh, mit 4. Herz hat er nicht. Wenn er Karo König hat. Ah, okay. Dann war es das schon. 42. Ah, zwei 10 lagen noch drin. 18. Passe. Passe. Zwei Karos sind okay. Gucken mal gerade, ob ich eine 0 habe. Nee, Blanke. Nee, das geht gar nicht mit dem 0. Das ist überhaupt nicht möglich. Der Karo ist ja auch gut. Karo. 6 Trümpfe, 2 Asse mit 2. Oh, was habe ich denn hier? Meine Rückenlehne ist so weit nach hinten. 0 Augen gedrückt. Ich weiß gar nicht, macht das Sinn, hier zweimal von oben zu spielen? Nee, ich glaube nicht. Ja, Ass und 10 ist natürlich blöd, wenn die in einen Stich fallen. Aber insgesamt sieht es gut aus mit den Trümpfen. Haben sie jetzt. 35. Und es bleibt auch bei 35. Passe. Achtzehn? Ja. Schlechtes Kreuzspiel. Passe. Oh, jetzt ist es kein schlechtes Kreuzspiel mehr. Warte mal, der hat 18. Naja, ist egal. Ich spiele den Grang. Grand.
Es wird glücklicherweise immer weniger.18? Ja. 20? Passe. Passe. Ja, da gehe ich mal lieber raus. Null. Ouvert. Ist der gut? Ja, der ist gut. Ich weiß nicht, was er da jetzt überlegt. Es gibt als Ausspieler gibt es selbst dann auch nichts zu fürchten, weil da der Kreuz 7, 8, 9 ausspielen kann. Gut, wenn man nur so 7, 9, 10 hat, kann man auch mal die 9 ausspielen. Wir müssen alle Herzen auf einer Hand sein. 18? Ja. Passe. Passe. Ja, das ist hier mal so eine Test-18 gewesen. Grand. Mit dreien. Ja. Karo wirft da weg. Okay. Herz König, das sehe ich nicht so gerne. Könnte einen Stich machen. Herz 10 blank. Naja, vielleicht hat er ja noch die Dame besetzt. Ass lag noch drin. Passe. 18, passe. Grand. Tja. Da spielen wir das längste von den drei Assen. Ein Buben hat er noch. Ja. Sieben. 21. Jetzt kommen wir, denke ich mal, raus. Entweder hat er einen Pik oder er hat einen Karo. Also, ja, wenn er einen Karo hat, dann hat er wahrscheinlich sogar zwei Karos. Ja, Karo 10 hätte man auch spielen können, ne? Naja, gut, egal. Raus ist raus. 18? Ja. Ob 31 oder 20? Ja. 59, das ändert gar nichts.
22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Passe. Ich schon längst. Passe. Wobei es bestimmt irgendwelche Null. Verwegenen Hand. Spieler gibt, die hier mit einem Karo ohne 3 reizen bis 36. Null Hand. Boah, von meiner Karte könnte jetzt 7, 8 in Pik, die blanke 9 sein, genau das gleiche in Kreuz. Oder dass er Karo besetzt hat. Mal schauen, was mein Partner ausspielt. Es dauert auf jeden Fall sehr lange, dass er ausspielt. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass er keinen Blanken hat und keine Farbe, die er irgendwie eindeutig ausspielen kann. Na, er hat wirklich einen Blanken. Na ja, gut. Ich kann auch gleich den kleinen Pik spielen. Karo hat er gar nicht, ne? Doch. Aber er hat so lange gezögert. Same. Lag im Skat. Passe. Passe. Ich habe das gar 18? Nicht so mitbekommen, dass Spieler 1 hier so fette Karten bekommt. Bei Halbzeit schon über 500, das ist richtig viel. Oh. Wahrscheinlich über 600. 18. Jetzt Lusche, ist nicht gut. Am Pikstich werde ich wohl noch machen. Ja, was will er jetzt, dass wir aufgeben? Ich habe die Pik 10 besetzt. Wir kommen ja noch aus dem Schneider. Wir haben jetzt einen Stich mit 18. Aber ein Bild kriegen wir ja noch. Er wollte jetzt, dass wir ihm den Schneider 18? Schenken, ja? Ja. 20? Ja. Passe. Passe. Zwei Damen, wie schlimm. Also das Spiel wird wohl nicht gewonnen. Pik. Außer die Trümpfe stehen 3-3, ja. Beide Damen waren schlecht. Karo-Dame war jetzt nicht ganz so schlecht wie die Herz-Dame, aber gut war sie auf keinen Fall. Ach, die Trümpfe stehen 3-3. Das erhöht ein bisschen die Chancen. Sechsunddreißig haben sie jetzt. Ich kann noch zwei Stiche abgeben. 50 jetzt. Verloren. Ja, ich sag doch, beide Damen waren schlecht. Die Karo-Dame gebe ich sogar ab, ja, als 18? Vermeintlich. Ich hätte im ersten Stich mit Karo-Dame schneiden müssen, dann hätte ich gewonnen, tatsächlich. Ja. 22? Ja. 23. Ja. 24? Ja.
Passe. Nur beim zweiten Mal dann wieder Karo spielt, dann wird ja Karo 10 abgestochen, dann stehen die Trümpfe nicht mehr 3-3. Herz. Es ist, ich glaube auch nicht, dass ich den dann gewinne. Unter Ass war keine gute Idee, das haben wir schon mal festgestellt. Aber wir sind immer noch Schneider. Achtzehn? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 40? Ja. 48? Passe. Passe. Grand. Tja, zwei Luschen. So, jetzt gebe ich nur noch einen Stich ab. Und der wird voraussichtlich gar nicht so viel werden. Passe. 18? Ja, passe. Das Card war auch wieder nicht gut. Karo. Gegen eine 18er Reiz und Karo zu spielen, auch ein wenig fragwürdig. Den werde ich wohl auch nicht gewinnen. Oh, 61. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. Passe. Tja, ungerne gepasst, aber ich muss es machen. Pik. Hand. Zum Handspiel mit der blanken 10 zu schlecht.
Junge Licht. Mit Zweienhandschneider. 18, passe, passe. Grand. 14 gedrückt. Jetzt habe ich gewonnen. Mit 5 zu 1 und verlorenem Pik einfach hat man normalerweise mehr Punkte als 245. Aber Passe. das ist nun mal so, wenn man kein Gegenspiel umbiegt, ne, dann sind die Punkte halt in der Regel immer niedriger. Aber jetzt war es auch so, dass ich auch keine teuren Spiele gewonnen habe. Aber der könnte teuer werden mit Kreuz Passe. Junge, Kreuz Ass im Skat. 18. Nee, Karo 10. Statt ein Grang mit 4 muss ich jetzt Karo. für ein Karo einfach zittern, das billigste Spiel, was es gibt. Wenn man es gewinnt. Ja, 4 Stiche gebe ich mindestens ab, wenn die Trümpfe 3-2 sitzen. Es sieht schon so aus, als wenn 4 Trümpfe gegenstehen. Nee, doch nicht. Aber ich kriege zumindest Trumpf Ass. Das ist doch mal hervorragend. Ja, die Piklusche bin ich jetzt auf jeden Fall auch sehr günstig losgeworden. Oh, der ist sogar noch Schneider geworden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. In Vorhand ein schöner Grang. In Hinterhand Passe. 18. höchstens ein Herz-Hand. Ja, man kann den Grang natürlich auch reizen, aber da muss man entweder einen Jungen Ja. finden, einen Ass finden, oder die 20. Jungs müssen Ja. eins einstellen. 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. 27. Ja. 30. Ja. 33. Ja. 35. Ja. 36. Ja. 40. Passe. Zwei Könige im Skat. Tja, ich überlege. Nee. Ich werde kein volles mit Grand. runterdrücken. So, das sind 24. Na, oh, das sieht doch mal super aus. 30, das habe ich schon gewonnen. Jetzt geht es nur noch um Schneider. Wenn noch ein Herz mitfällt, ist er Schneider. Wer hätte das gedacht, dass ich hier noch auf 500 komme? Also das ist sehr 18. erstaunlich. Passe. Passe. 4 Augen gedrückt, Pik. Mittelhand. Fünf.
616, das gibt es ja gar nicht. Von den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Spielen, 6 gewonnen. Das ist Wahnsinn. Ich stand so schlecht. 2 zu 1 bei Spiel 11. 4, 7. Von den letzten 7 Spielen 6 gewonnen. Wahnsinn. Okay, das war's von meiner Seite aus. Ich sage tschüss, bis bald, euer Quantus.